Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 11. Folge zu Resident Evil. Das letzte Mal hier aufgehört. Ich habe mich mittlerweile auch schon wieder voll aufs Maul gelegt. Also ins Bett auf Deutsch gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Also muss ich jetzt hier lang? Ich glaube schon. Wir sind das letzte Mal in Kleist. Ah, ich erinnere mich wieder. Wir haben ja irgendwie richtig doof Schaden bekommen. Sie liegen so da, als würden sie mich gleich wieder angreifen. Das gefällt mir nicht. Moment. So. So, ich hoffe, ich brauche jetzt das Messer wirklich nicht. Das wäre jetzt echt doof. Warum sind es gerade so viele, ey? Ich würde nicht gerne meine Muni sparen. Um euch auszuweichen, wird wahrscheinlich auch hart sein. Okay, hier gibt es nichts. Ne, okay. Immer weiter. Irgendwo wird mein Nemesis auf mich warten. Booker's still alive. I can't stay here. Der Kreatur entkommen. Ich sag's so einfach. So schön, wenn du deine Lampen machen könntest. Okay. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass es gleich einen Brückenkampf geben wird. Uhrturm-Broschüre. Der Uhrturm Saints Michaels, ist ein Gebäude in Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Er ist zu einem beliebten Wahrzeichen geworden und gilt für viele Bürger zum Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michaels erbaute diesen Turm 1908 mit Hilfe mehrerer Philanthropen. Er ist den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurde. Und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weitere Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die St. Michaels Grundschule sowohl auf über 200 Schüler an. Also mal kurz Mikrofon näher ran. Leider wurde die St. Michaels Grundschule 1978 geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingte Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurde streng Zutrittsbeschränkungen für das ganze Gelände erlassen. Jahrelang war dieser einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 1990er arbeitete Umbrella Corporation zusammen mit dem Bürgermeister Michaels Rawn daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollte angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1998 offiziell wieder eröffnet und der Klang der schweren Glocke kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. So, diese Wörter, Minefresser. Okay, das ist natürlich doof, muss ich sagen. Das tut weh, eine Kiste aufzuschießen zu müssen. Jetzt habe ich alles. Bist du sicher? Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? It's back! Jill, what happened? Jill, come in! Es ist größer geworden.
definitiv größer geworden. Nemesis, was ist los mit dir? Wir sind dann auf der zweiten Phase angekommen. Go back. Wie du, ne? Mir geht langsam die Muni aus. Zum Beispiel jetzt. Das Inventar nochmal. Leave me alone. Sehr viel Shotgun in mir. Hi. Ich hab genug Money. Jetzt alles aufgehoben. Brandgranate hinter mir. Oh. Gotta find a way to stop it. Wo ist deine Schmerzensgrenze, du Mistwig? Wo ist deine Schmerzensgrenze, sagte ich. Muss ich mir Sorgen machen? Ist noch irgendwo Muni, anscheinend. Wo muss es hier noch hin?
Hi. Du bist ja hier immer noch Money liegen. Ich finde sie nicht. Ganz schön anhänglich, mein Freund. Check's nicht. Hält er sich damit irgendwie oder? Ich sehe es halt nicht, weil es so dunkel ist wie so ein Bärnarsch. Alone. Ich habe schon keine Muni mehr. Ah. Soll ich halt allen, gibt es noch irgendwo Muni rumliegen? Ich finde sie aber nicht. Ich hab ihn. Right, let's do this. Dead. Ich will exakt eine Kugel. Oh hey, hier waren Minengranaten. Ich freue mich. Die hätte ich jetzt gut brauchen können. Interesting. You've done me a big favor, Miss. Red noch leiser. Ungefähr ein halber Tag später. Jill! Hey, answer me. Damn it. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. You hang in there, Super Cop. I got you.
Oh, der Tyrant will aber auch nicht aufgeben. Aber nicht in seiner zweiten Phase. Aber ich werde ihn jedes Mal wieder niederstrecken. Irgendwann kann er nicht mehr. September. Spencer's Memorial Hospital. Find it, Jill. I'm gonna get you the vaccine. You're gonna be okay. I promise. So, so soll ich den Sinnstoff geben. I see. Ich sehe. Das war wahrscheinlich alles hier, ne? Ja. Die Blindgranate haben wir noch. Die Licker. Speichern das mal unterschiedlich, würde ich sagen. Ist, glaube ich, am schlauesten. Tyrell, wo ist Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Copy. Ob der eigentlich auch noch Bosskämpfe kriegen wird. Das ist verschlossen. Wo ist der gute alte Kopfschuss hin? Ach, Digga. Komm, friss mich. Irgendwie wird das. Irgendwie funktioniert das Ausweichen nicht mehr hier, hab ich das Gefühl. Das Ausweichen. Bin ich irgendwas in der Kiste? Erste Hilfe-Spiel. Okay, da, okay. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Snap. Gib's mir. Babe. Sagen, wenn irgendwann auf diesem Schuss critten würde, hätte ich kein Problem damit. So. You are dead now. Mist. Ficker. Oh, ich bin jetzt wirklich tot. Bleiben würde es. Okay,
Dann sagen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.